Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Far Cry 5 mit mir, dem Kegel. Und nein, es geht nicht mehr um die Hauptstory, die haben wir ja schon... Huch, Gott, oh Gott, ich schmeiß ja fast schon meinen Fernsehgeber runter, meine Fernbedienung. es geht nicht hier um das Hauptspiel, das haben wir ja bis Part 77 durchgespielt. Part 78, der ja jetzt kommt, ist Part 1 vom ersten DLC. Und das erste DLC, was wir spielen werden, wir werden uns hier nach und nach so listenmäßig durcharbeiten. Und wir fangen jetzt erstmal an mit Hours of Darkness. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Wir starten einfach. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Ist ja blind für mich. Ich kenne das noch gar nicht. Im Krieg kann man nicht immer entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Man kann nur zu seinen Brüdern stehen. Komme, was wolle. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ich hatte eine gute Crew, eine der besten. Wir waren Brüder. 3 Kilometer noch, Feuer einstellen. Hilfsbereit Meldeform. Scheiß Chavez. Der Typ stand ständig unter Strom. Hatte die Wahl zwischen dem Knast und der Armee. Und der Vollidiot hat sich für die Armee entschieden. Hör auf zu lesen, Jocke. Du verpasst den Krieg. Der Krieg ist vorbei, Chavez. 30 Sekunden, Meld. Letzter Teil. Bete für mich, Moses. Bete, dass ich Juckel nicht aus Versehen erschieße. Dafür brauchst du ein göttliches Wunder, Bruder. Aufpassen, Männer. Es geht los. Falschen zu Fall. Übernimm das Feuer an der Baumgrenze auf 1 Uhr. Ich hatte den Finger immer am Abzug. Deshalb nannten sie mich... Cowboy! Heiz ihnen ein! Aufpassen, wir haben da ein Kaliber 50. Das ist der Hinterhalt. Abbruch, Abbruch. Fallt euch auf Fall. Wir schützen ab. Oha. Das ist nicht gut. Im Krieg steht man zu seinen Brüdern. Egal, was auch passiert. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ubisoft Shanghai presents. MGI, Muswan, where you go to? What is your mission? James Kenneth, Sergeant der US Army. Dienstnummer Romeo Alpha 46. No! Tell me, or you die! James Kenneth, Sergeant der US Army. No! Dienst... Tell me now! Look, you know, see them. See it, ready? Get to beat my toy. Sarge. Tu mir einen Gefallen, Cowboy. Sag meine... Sarge! Come in, day! Tell him, eh? Es tut mir so leid. Dein Freund. Not a late home. Es tut mir so leid. Wie zum Teufel sollen wir hier noch rauskommen? Verstehst du, was die da gerade sagen? Es gibt einen Panther hier in der Gegend. Sie wollen deinen Freund in den Dschungel schleifen und zurücklassen. Es tut mir leid. Bastarde. Đó đứa rồi đây. Hãy xem coi trực thăng đã ngưng trái chưa. Euer Helikopter ist in der Nähe. Er brannte zu stark, als sie euch fanden. Sie wollen noch einmal umgehen.
Flugzeuge. Das sind unsere. Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Hours of Darkness. Oh, verdammt. Alter. Wo ist mein Herz hingerafft? Und wir sind auch nicht so ganz auf dem Damm. Ach, und ich soll jetzt fliegen. Ja, um zu rennen. Alles klar. Flüchte von einem feindlichen Helikopter. Ja, ich gebe mir Mühe. Ob es klappt, ist eine andere Sache. Und da gar nicht hier runter. Wow. Oh Gott. Lauf, Horst, lauf. Passt ja irgendwie, ne? Heli erledigt. Okay. Suche deinen abgestürzten Helikopter. Mhm. Haben wir schon irgendwie eine Karte oder so? Nö, ich kann Freunde einladen. Na, ganz toll. Das ist ja wunderbar. Was haben wir hier? Lündern. Warte mal. Ein Bambusstock. Na, den nehmen wir mit. Können wir einem bestimmt hier über die Zwiebel geben. Wir scheinen so ein bisschen mit der Kraft am Ende zu sein. Finde deine Ausrüstung in dem Helikopterwrack. Alles klar. Lautlose Kills, Nahkampfangriffe oder lautlose Waffen bringen Überlebensinstinktvorteile, die deine Arbeit erleichtern. Wirst du vom Gegner entdeckt, verlierst du deine Überlebensinstinktvorteile. Mit neuen lautlosen Kills bekommst du sie wieder. Aha. Ach du Scheiße. Mit dem Vorteil Adrenalin kannst du dich gehockt schneller bewegen und Gegner innerhalb von 10 Metern automatisch markieren. Mit dem Vorteil Geist gehst, sprintest und landest du leiser und erleidest weniger Schaden durch Stürze. Der Vorteil sechster Sinn markiert automatisch Gegner, die im Begriff sind, dich zu entdecken. Raubtiere greifen dich seltener an. Mit dem Vorteil Raubtier markierst du Gegner mit dem Fernglas durch Wände hindurch und innerhalb von 20 Metern sogar automatisch. Oh Gott. Geh in die Hocke und bleib unauffällig. Ja. Ich versuch's. Haha, Bumbel. Ah, hier kommen die Knarren, können wir mal mitnehmen. Sehr gut. X-Waffe wechseln. Willkommen in Vietnam abgeschlossen. Hört mich jemand? Python 2-5, Empfang ist klar und deutlich. Hier ist Firebase Echo. Ein Schwarm Navy-Jäger hat ihren Absturz 5 Klicks westlich von uns gesehen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Sie müssen zum Ausfliegen zu uns kommen. Diese Navy-Jets haben gerade feindliche Stellungen einen halben Klick von ihnen entfernt platt gemacht. Also seien Sie vorsichtig. Verstanden? Verstanden. Ich komme zu euch. Python 2-5 Ende. Okay. Jetzt zeig mir mal die Karte. Och, das ist ja ein Klacks, ne? Das ist ja... Oh Gott. Können wir keinen Wegpunkt setzen? Logbuch. Oh Gott. Das scheint auch ein bisschen, ja, ich sag mal, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen hinziehen, das, DLC-Projekt. Aber okay.
Du kannst düstere Stunden mit einem Freund spielen. Wenn dein Co-Partner die Munition ausgeht, kannst du zu ihm gehen und E drücken, um deine mit ihm zu teilen. Wenn du dem Spiel eines Freundes beitrittst, bleibt der Fortschritt in deiner eigenen Spielwelt unverändert. Einige Funktionen stehen nur dem Host des Spiels zur Verfügung. Okay. Camp im westlichen Tal. Aha. Sichere das Camp des nordvietnamesischen Volksarmee. Kleines Militärlager. Aha. Ja, wenn ich das hinkriege. Glaube zwar nicht dran, aber, ne? Wir versuchen es erstmal. Bin mir nämlich nicht so hundertprozentig sicher, ob denn das jetzt, wenn wir uns jetzt sofort auf den Weg hier zum Zielgebiet machen würden, ob wir da sofort hinkommen. Also, ich glaube es ja eher weniger. Ich habe das gerade schon gesehen, hat mich ein Arschloch gesehen. Ja. Drücke hier, um einen Stein zu werfen, so kannst du Gegner ablenken oder anlocken. Ablenken oder anlocken. Mhm. Es bringt irgendwie nichts. Chúng ta phải trung trường bọn lính. Toàn ra dọa dám có mí. Hình như có chuyện rồi. What the fuck? Nur in Frieden komme. Alter. Rüste einen Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du Q gedrückt hältst und mit der Maus auswählst. Drücke mit der Maus, um es zu werfen. Halte, ja gut, das wissen wir ja. Das ne? Ist ja bekannt. Wow, also das war richtig gut. So, was haben wir hier? US Operationsbefehl. Fargo P44, Mark Sagan, Super Sidis. Oh Gott, oh Gott. Ursprüngliche Ziele, Operationsbefehle geändert. Aktuelle Luftaufklärung zeigt neue 100mm Flak-Batterien östlich ihrer Position. Missionsziel lautet nun, die Nutzung der Geschütze zu unterbinden und sie zu zerstören. Rechnen Sie mit gemischten Feindaufkommen in Bataillonstärke im gesamten Einsatzgebiet. Ort und Zeitpunkt der Abholung bleiben unverändert. Alles klar. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. So, nachgeladen haben wir, wunderbar. Wir bleiben aber trotzdem erstmal bei dem Dingens. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieses DLC doch so eine große Karte mit sich bringt. Okay. Ja, gut. Gehen wir eben hier unten lang. Ist okay. Im Anflug. Es gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Benutze das Ferngelass und drücke die rechte Maustaste, um einen Luftangriff auf den anvisierten Ort anzufordern. Okay.
Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie viele Typen hier in dem Gebiet jetzt rumlaufen. Weil ich finde, so gut sind die auch nicht zu erkennen. Wenn ich das mal so sagen darf, ne? So. Ah, pass auf. Bin auf Kurs, Python 25. Bombe ist bereit. Jawohl, ja. What? Can you talk German to me, please? Geil! Ja, das ist doch schon mal nice. Das haben wir doch schon mal gut hingekriegt. Python 25, ich habe ein feindliches Camp neutralisiert. Schlag kommen soll. Wer soll kommen? Neuer Luftangriff in Reserve. Geil. Gefällt mir schon mal richtig gut. So, wir werden dann mal ein bisschen auffüllen, ne? So, und irgendwo hier im oberen Bereich. Ah, Moment, ich glaube hier vorne war das. Guck mal, hier liegt auch noch eine Leiche. Perfekt. Und hier auch. Ach, hier ist noch einer. Oh, ich kann nicht mehr plündern. Schade. Aber okay. So, ja, dann müssen wir uns jetzt erstmal in diese Richtung weiter vorarbeiten, würde ich sagen. Weil wir müssen ja hier hinten hin. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Auf jeden Fall ein bisschen ausgestattet mit Munition sind wir jetzt erstmal. Python 25, wir haben einen Funkspruch abgefangen. Drei von ihrer Crew leben noch. Sie wurden gefangen genommen. Klingt, als werden sie an verschiedenen Orten festgehalten. Das Gebiet ist mit Außenposten und Flaks durchzogen. Also ist Vorsicht geboten. Wenn wir mehr hören, geben wir es weiter. Viel Glück, Kumpel. Oh ja. Yeah. Deine Hauptmission besteht darin, den Abholpunkt zu erreichen. Wenn du Kriegsgefangene befreist, Flak zerstörst, NVA-Camps sicherst und diverse andere Herausforderungen meisterst, erleichterst du deinen Truppen die Arbeit. Sieh dir die Herausforderungsseite im Menü an, um deine Fortschritte bei den Herausforderungen zu verfolgen. Ach du Scheiße. Logbuch? Hatten wir hier nicht vorhin noch irgendwie auf der Karte eine Liste, wo man hier die Herausforderungen sehen konnte? Oder bin ich da jetzt falsch? Achso, warte mal. Scrollen, Herausforderung. Ah, hier. Rette Joker, rette Moses, rette Juckel. Jawohl. Gerettete südvietnamesische Kriegsgefangene. 0 von 5.
zerstörte Flachs 0 von 9, ach du Scheiße, getötete nordvietnamesische Kommandeure, gesicherte NVA-Camps 1 von 5, hey, haben wir ja schon was, ne? Gesammelte Feuerzeuge und zerstörte Propaganda-Lautsprecher. Ach du Scheiße. Oha. Gut, das kann was werden. Das heißt, man müsste hier wieder so gesagt auf jeden kleinen Scheiß achten. Ich glaube aber nicht, dass ich das zu 100% hier durchgedingsen werde. So, nochmal kurz hier drüben gucken, ob hier eventuell noch irgendwie einer von den Spacken rumfleucht. Nö. Aber hier, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir natürlich. What the fuck? Python 2-5, dieser Flak setzt uns zu sehr zu. Die Jets halten sich zurück, bis die Kanone erledigt ist. In Gebieten mit aktivem Flak sind Luftangriffe nicht möglich. Zerstöre die Flak mit Sprengstoff, um Luftangriffe in dieser Region zu ermöglichen. Jede abgeschlossene Mission bringt dir einen Luftangriff, den du anfordern kannst. 3 für eine Flak. Du kannst nur 5 in Reserve haben, also zögere nicht. Ja, und wie komme ich jetzt an Sprengstoff dran? Felsengeschütz. Ja, das ist echt super. Verwendung Gegnerfahrzeuge für das Männer Luftjagen. Fundort in der ganzen Spielwelt. Das heißt, den Kram finden wir jetzt auch erst. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ach du Scheiße. So, haben wir da unten ist wieder eine Hütte. Ich glaube, es wäre erstmal ganz gut, wenn wir uns da unten mal kurz hinbegeben. Laut meinem Radar ist da unten jetzt auch mindestens ein Gegner. Die große Preisfrage ist nur, wie komme ich da unten hin? Naja, komm, was soll's. Junge, befinden sich versteckte Propagandalautsprecher. Zerstöre sie, um deinem Land im Krieg zu helfen, um feindliche Truppen in der Nähe zu demoralisieren. Aha. Okay. Jo. Ist sie kaputt? So, 1 von 8. Oh yeah. So, die kann man nicht mitnehmen. Ich würde es mal ganz toll finden, wenn wir jetzt hier endlich mal ein bisschen Sprengstoff bekommen würden. Weil das wäre mir wirklich ein großes Avec-Plaisir. Wenn ich das mal so sagen darf. Wieso meldet sich diese Scheißding nicht schon wieder? Die nervt mich heute auch schon wieder den ganzen Tag hier. Aber egal. Was soll's. So. Also, ja.
Aber ich glaube, bevor wir keinen Sprengstoff hier dabei haben, brauchen wir uns um die Flak noch gar nicht kümmern. Weil da kommen wir sowieso nicht weiter. Ich sehe jetzt hier unten so ganz leicht noch ein Häuschen, was hier vorne ist. Da werden wir uns auch nochmal schnell hinbegeben. Vielleicht finden wir da ein bisschen Sprengstoff. Ach, das war da oben der Helikopter, alles klar. Oder was es auch immer war, ich weiß es nicht. Wenn du drei Pflanzen einsammelst, wird automatisch ein Erste-Hilfe-Set hergestellt. Geil, freut mich. So. Begib dich zu der Position. Naja gut, wenn wir uns da jetzt aber reintrauen, ich sag mal jetzt ohne den Luftangriff. Eklobt wird ein bisschen schwierig. Hä, konnte ich hier nicht gerade eine Pflanze mitnehmen? Nö, dann nicht. Gut, alles klar. Ah, guck mal, da hinten ist auch noch einer. So, südvietnamesische Kriegsgefangene werden an verschiedenen Orten in der Region festgehalten. Wenn du es schaffst, sie zu befreien, teilen sie vielleicht Informationen über die Umgebung mit dir. Okay. So, da müssen wir aber auch ein bisschen strategisch vorgehen, ne? Und so wie ich mein Glück kenne, wird sich gleich der Timer melden. Psst. Nicht so laut. Was? Können wir nicht so ein Fass mitnehmen? Das reicht doch auch. So. Okay, als nächstes. Und die Stampe als nächstes. Danke. Freut mich ungemein. Hallo. So. Thanks. This is for you. 5S Echo, hier Python 25. Ich habe einen verbündeten Kriegsgefangenen gefunden und befreit. Sobald die Flak ausgeschaltet ist, schicken wir noch einen Jäger in ihre Richtung. Oh. Ja, super. Nur ein Luftangriff in Reserve. Ja, das ist, es wäre mal schön, wenn ich hier ein bisschen, Dings bekommen würde. Also hier, ne? Du weißt Bescheid. Ich brauche Sprengstoff. Sonst geht das nicht. Also, erste Hilfe ist voll. Alles klar. Ist aber wirklich nichts weiter hier. Was ist hier jetzt? Ach, das ist einer von den Kommandeuren. Okay. Tja, sollen wir gleich in die Richtung weitergehen? Warte mal, was sagt denn hier der Timer? Wie viel haben wir denn noch? Weniger als eine Minute, alles klar. Dann können wir den schon mal zurückstellen. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt und melde mich gleich wieder mit dem zweiten Part. Bis gleich!